Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Butchern von Kalle, den Ultramapper, ne? Ja. So, wir müssen mal gucken, wegen Fauxpas mit letzter Folge und diesen Maisballen machen, du. Lass mal stecken, ne? Das Ding ist schon ganz woanders wieder, nämlich da, wo es hingehört. Nicht mehr Mod-Ordner. Ich glaube, das geht nicht, weil ich da irgendwas nicht mit runtergeladen habe. Ich habe es nochmal probiert auf der Frühling. Lass mal stecken. Wir werden gleich ein Silo platzieren. Vorne da den, das Sex so gut rein. Ich bin's leid. Mit diesen ollen Getröte da jedes Mal. Wenn das nicht funktioniert, dann steht der Häcksler im Weg, ne? Ja. Wir müssen irgendwo ein Silo platzieren. Kommen wir da durch? Vielleicht kloppt der. Ich wollte auch den Kartoffelruder mal zurückgeben, ne? Was denn? Ja. Mit Geduld und Spucke und ein bisschen Gas kommst du da auch durch. Echt so ein Shitkram. Mann. Ja, wenn läuft, dann läuft, ne? Oder wie sagt man so schön? So P. Ja, das brauchen wir. Das müssen wir gleich jetzt zurückgehen. Mama ist leer. Dann haben wir das, wie es erledigt. Schönes Bild hätte ich ganz gerne mal. Es geht hier auch ohne alles, was dazugehört, ne? Kartoffelernte ist nämlich gleich abgeschlossen. Alter, nein. Irgendwas ist immer in letzter Zeit, ne? Meine Maus hat auch es überstanden, ne? Da ärgere ich mich schon seit gestern mit rum. Oh, jetzt habe ich es auch verstanden. Da fehlt so ein Ding hier unten drin. Ne? Seitdem funktioniert die nicht mehr. Die ruckt nur durch die Gegend. Ich möchte mal wieder einen Tag erleben, wo wirklich echt alles so klappt, wie es klappen soll. Ganz ehrlich. Im Moment ist das aber auch eher Mangelware. Irgendwas ist immer, ne? Und dann sollst du immer noch gut zufrieden sein, ne? Ja. Einfach mal eine Runde entspannt reckern, hätte Vorteile. So, dann können wir den aber auch schon... Bist du leer? Nee, komm, die wollen wir jetzt nicht mehr haben. Wir haben genug von dem Zeug. Hier, guck, die Maus hier ruckt auch rum. Wenn du nämlich jetzt was auf dem Bildschirm damit bewegen willst, sieht das aus, als wäre alles laggy. Ich weiß aber auch nicht, was das soll. Ist auch egal. Ich habe erst wieder gedacht, das liegt an meinem PC und hier dran und da dran. Nee, ist nicht. Ist nicht. Das habe ich im Griff. Oh, Kaffee habe ich auch nicht getrunken. Mann, der steht ja auch schon seit 45 Minuten. Wir müssen aber jetzt erstmal sehen, dass wir hier auch mal wieder alles an Toch kriegen. Entschuldigung. Das ist... Konzentration ist schon wieder weg. Ne? Den ganzen Tag auf der Arbeit nur noch an Schrauben einpacken, ey. Dann kommst du mittags nach Hause, bist fertig wie ein Brötchen von der Birne, ne? Mit ADHS ist das nichts Schönes, das sag ich euch. Da musst du nämlich die ganze Zeit die Konzentration hochhalten, damit du ja auch schön die Schräubskiste da reinkriegst, wo sie rein müssen und die Aufkleber vernünftig dran, ne? Also wenn ihr die nächsten Schrauben kauft, die blau weißen Karton sind und F und S dran steht, dann denkt an Svenny, ne? Nur so nebenher, ne? Vielleicht habe ich die dann eingepackt. Mit Liebe, weißt du? Totaler Liebe und Hingabe. Nicht. So, das haben wir. Jetzt müssen wir eben gucken. Wo haben wir denn jetzt? Wir haben nur da und da gesägt gehabt, ne? Da sollte noch Dings hin, ne? Das machen wir jetzt erst. Wieso bin ich denn hier? Ich war doch eben noch im Fendt, oder nicht? Machen wir eben hier noch die letzte Bauern fertig. Wir brauchen noch H2. Dann ist der nämlich auch fertig. Guck mal, das ist auch schon schicki. Schicki funny schier. Da kann der Kurs raus, ne? Wenn meine Maus da heute noch hin will. Die ruckt sich nämlich nur noch ein. Du kannst den hoch. Läuft.
Da soll noch Gras gesät werden, ne? Gras, Weizen. Oder wir sehen da Gras, hier Weizen. Ne, ist auch nicht schön. Wir haben nur 4 Gänge, Sven. Nee, lass mal. Da müssen wir jetzt ein Drillerchen gleich machen. Die Steinesammler kamen wieder zum Hof. Die fahren hinten rein, da können wir nämlich eben den Truck noch waschen. Falls meine Maus das mitmacht. Wieder Kohle aus dem Fenster, ne? Naja, aber es ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug Geld in der Tasche, ne? Ich als armer Rentner. Ist zum Mäusemelden, ne? Alles kostet nur noch Geld und wie teuer und dies und das. Ich habe das, glaube ich, gestern schon mal im Video gesagt, ne? Was ich gestern aufgenommen habe. Es ist nicht normal, was die Preise im Moment fluktuieren. Das kann doch nicht alles nur durch den Krieg kommen. Dann macht doch sich irgendwie ein Reibach raus. Gehst einkaufen in Laden. Ja? Hast im Endeffekt weniger in der Tasche wie sonst, wenn du da rauskommst. Aber du zahlst ja fast das Doppelte. Und dann machen sie sich Sorgen über Atomstrom. Sollen froh sein, dass sie überhaupt noch Strom haben. Guck, die geht gar nicht mehr. Hier, ich bin auf dem Knopf. Oh, jetzt gibt sie ganz den Geist auf. Schickifani, schöne Maus bist du. Sie hat den Absturz nicht überlebt. Naja. Guck mal, das ruckt jetzt. Das liegt aber nicht am Bild oder am System. Das liegt an der ohne Maus. Das geht nämlich jetzt gleich gar nicht mehr. Guck. Ich drück den Knopf. Sie hat Aussetzer. Ah, ich könnte kotzen. Und ich habe keine Ersatzmaus mehr. Ist jetzt schlimmer. Ich habe meine Maschine gewaschen, Bayou, ne? Nur, dass du es gesehen hast. Ich habe sie direkt gewaschert. Ja, da darfst du nicht hingucken. Die brauchen wir noch dies hier. So, das wollte ich auch verkaufen. Das ist auch nur ein durch die Gegend rutschen da. Ja. Man denkt, man hat es vernünftig. Und dann ist es doch nicht so, wie es sein soll, ne? Naja. Lassen wir uns nicht von unterkriegen. Wir wollen uns den Spielspaß heute auch nicht verderben lassen, ne? Davon lassen wir uns nicht unterkriegen heute. So, das haben wir. Dann 800er. Ja, Frischgras müssen wir auch noch mähen. Müssen wir auch als nächstes erst machen, ne? Warum habe ich das Ding eigentlich gewaschen? Wir brauchen das dann noch wieder. So, du wirst jetzt nicht gewaschen. Kostet all nur Tiet, man. Hier so langsam rumgeschossen, ne? Muss auch noch abladen, ne? Aber wir haben noch ein bisschen was zu tun, so ist nicht. Sag mal, wo haben wir eigentlich unsere Drille geparkt? Weiß das einer von euch? Weil ohne Sämaschine ist ja... Ah, die haben wir jetzt mitten in den Shoppen geparkt, wo wir nicht drankommen, ne? Pass mal auf. Ich schwand da nämlich so Übles. Ja, vielleicht kommen wir da eben hier dran lang geschossen, du. Siehste? Was hat das Svenny gesagt? Kommen wir da dran oder so? Muss. Nee, keine Chance. Erstmal hier aufräumen. So, lasst uns mal eben kurz überlegen, ne? Bauen. Ja, wir brauchen ein Silo. Was nehmen, wenn ich stehe? Was ist das denn hier? Silo Baukasten. Nee, das war Silo Baukasten. Was mache ich damit?
Vor allem, wie baue ich das? Kein Plan, ist mir zu hoch. Was sind das denn hier für Silos? Oh ne, die mag ich nicht leiden. Ne, meist Plus vor mir auch nicht. Die sehen aus und nicht so schön aus. Ist ja nicht so, dass wir keine Silos haben. Wie baut sich das? Silo-Baukasten. Wie baue ich das? Wisst ihr das? Platziere ich das dann und dann ist das da oder was? Da bin ich mir ja gerade nicht so sicher. Silo-Baukasten. Okay, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen, wenn, das hier. Aber wo? Muss ja auch irgendwie stimmig sein, ne? Ich kann ja jetzt schlecht hier ein Silo hinmachen. Weil ich nicht weiß, wie breit das ist. Oh Mann, ey, Fragen über Fragen. Kann ja auch jetzt schlecht den Fermenter kloppen. Svenny, nicht genervt sein. Tief durchatmen. Kriegen wir alles hin. Ey, da müssen wir so weit vorn. So, und jetzt? Haben wir da ein Silo oder was? Hallo, Hoppelis. Warum läufst du nicht? Hoppeliischen. Svenny ist auch da. Hat aber keinen Plan, was er hier gerade macht. Ach, jetzt muss ich dann noch so eine Platte dran machen, oder was? Nee, ne? Oder muss man da zwei hinmachen? Hey, das läuft ja auch schon wieder Premium, wenn du da keinen Plan von hast. Haben wir jetzt hier ein Silo? Ach, das will ich doch gar nicht, Mann. Wusa. So, was nehmen wir denn jetzt, Leute? Schlagt mal was vor. Ja, das sieht ja aus wie Müll. Sehen alle nicht so schicki-funny aus, ne? Da bist du hinterher nur an reinschippen. Im Endeffekt nur diese. Oder? Was anderes bleibt uns da wohl nicht anders übrig. Aber hier ist wieder viel zu groß, ne? Ist zu klein. Oh Mann, so. Nee, das ist auch nicht schön. Ach so, ja, ich vergaß. Rumtickern tut er ja auch wieder. Komm, dann machen wir das jetzt hier hin. Shit drop. Okay. Dann müssen wir eben noch ein bisschen Landschaftsbau machen. Ja. So, wir müssen...
Feind. Was wird. Du bist Dreck. Nee, Matschwummi. Dreck wollen wir nur. Hier so? Wir müssen hier so lang vorne. Dann fahren wir hier so lang. Und hier können wir jetzt mal so machen. Schön, dass du das alles wegmachst. So. Ne? Ich wollte eben hier den Zaun noch abreißen, geht das? Nein, der geht nicht. Ja. Guck mal, ist weg. Danke. Das ging ja ein bisschen zu einfach. Also wir müssen aber dann hier so. Hier so lang, ne? Weil anders ist das auch gerade nicht möglich. Dann machen wir das bis hier. Die erste Wiese haben wir schon mal fast weg, ne? Schickra. So, das haben wir. Vorsichtshalber mal speichern. Aber liebe Leute, ich sage auch erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin, ne? Wenn es euch gefallen hat, auch wenn es wieder Chaos-Folge pur war, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich, ne? Ja, und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!